Und damit willkommen zurück zu Minecraft Hardcore. Nachdem wir letztes Mal das Herzstück unserer Maya-Stadt fertiggestellt haben, machen wir uns heute mal an die Planung vom ganzen Rest. Beziehungsweise, ich habe jetzt mal angefangen. Ich kann kein Gebäude so richtig freestylen. Deshalb werden wir wahrscheinlich auch heute kein Gebäude bauen oder auch nur damit anfangen. Aber was ich machen kann, ich habe versucht, von möglichst vielen Gebäuden, gerade im Bereich Mana und Nahrung, die grobe Grundfläche halt rauszukriegen, damit ich schon mal weiß, wie viel Fläche ich hier mit Glowstone schon mal markieren muss und einplanen muss. Und dann kann man da vielleicht auch schon mal versuchen, die Straßen einzuplanen und fangen dann zum Beispiel, also da zum Beispiel würde ich dann die Festung irgendwo haben wollen, vielleicht mit ungefähr dem gleichen Abstand nach da. Also die Festung wäre zum Beispiel, also die Burg wäre zum Beispiel dann schon mal insgesamt sechs Glowstones so ein Quadrat. Ich glaube, das ist mit das größte außer vom Tempel. Ich glaube, das, genau das große Wohnhaus ist fünf mal fünf. Das kleine ist 3 x drei. Das mittlere ist so ein Zwischending. Ich glaube vier mal drei, weil es ja hat ja so nur so einen kleinen Anbau. Ich würde am liebsten eigentlich auch gerne schon ein Haus fertig bauen, dass wir schon mal hier einen Villager Breeder haben. Aber ich glaube, das wird noch nichts, weil wir noch keinen. Das ist eigentlich müssten wir die Steinmetze und die, ich meine, die Grundindustrie würde ich vielleicht irgendwo da hinten bauen. Und dann brauchen wir halt echt auch einen Platz mit einiges an Steinmetzen, wo wir dann auch entsprechend äh, Villager unterbringen können, die uns verschiedene Terrakotta-Sorten verkaufen. Am besten halt die ganzen Grundfarben, weil wenn wir die dann durch den, durch den Ofen jagen, kriegen wir auch Glazed Terrakotta raus und das brauchen wir jetzt für mindestens zwei Gebäude. Nämlich schwarz und blau brauchen wir auch Glazed. Sonst möchte ich damit ein bisschen experimentieren. So, hat was, oder? Wie eine Glasvitrine. Aber hier kann ich zum Beispiel dann sagen, wenn man hier drei Agabenfarmen so hinknallt, dann kann man hier drüben vielleicht immer noch den Hafen haben. Hafen und Werft. Wir haben hier ja ein bisschen mehr Wasser. Das heißt, hier ist auch ein bisschen Platz für Schiffe, dass die rangieren können. Ja, ich glaube, das wird was. Und ich glaube, wir dürfen nicht die Distanzen unterschätzen, die wir hier haben. Aber das ist okay, die Stadt darf ja durchaus auch ein bisschen Platz zum Wachsen in die Zwischenräume haben. Also, wir haben zwei Distillen, wir haben drei Agavenfarmen, wir haben ein Wasserwerk. Den Tempel müssten wir halt nochmal gucken, wo wir den machen. Vielleicht machen wir sogar vier Agavenfarmen. Vielleicht passt da hinten noch einer hin. Also das ist auch etwas, was wir eigentlich viel mehr kultivieren müssen. Aber wir bauen ja kein Wikingerdorf und keine Amazonenstadt. Also von daher können wir bei den Maya's keinen Imker unterbringen. So, dann haben wir nämlich jetzt, wenn wir das fertig haben, auch noch etwas, was wir jederzeit mal pflegen können, wenn wir hier sind. Wow! Hilfe! So, wir haben noch ein Beehive. So, dann versuchen wir uns nochmal an diesem Wasserwerk, wovon ich jetzt seit bestimmter Stunde spreche. Ich glaube, dass wir das jetzt gemacht haben, hat sich schon gelohnt, weil dann kann ich AFK auch damit ein bisschen noch farmen. Ich denke mal, ich werde das Ding AFK zu Ende bauen. Dass ich halt nicht die ganze Zeit jetzt auf die Bienen warten muss. So, ich glaube das. Wasserwerk war eigentlich ein ziemlich unkompliziertes Gebäude. Man sieht doch direkt durch das Wachs verändert sich so ein bisschen die Schattierung. Ich weiß sowieso noch nicht, wer hier leben soll. Aber ich werde sowieso, wenn ein, ein Bewohner, also ein Siedler praktisch, gute Trades hat. Da mache ich auch hier eine Eisentür rein, dass der nicht rauskommt. Ansonsten soll er frei rumlaufen. Ganz ehrlich, mit dem Villager-Breedern, den wir überall haben. Ganz ehrlich, wenn mal einer Hops geht. Dann kommen auch wieder neue nach. Mit anderen Worten, wir haben Reserven. Okay, der. Der Schildkröte scheint es schon mal zu gefallen, was wir ja. Man erkennt doch, was es sein soll, oder? Wenn ja, dem Material kann man bei Bedarf immer austauschen. Aber ich glaube, die Form ist schon so in Ordnung aber ich glaube ich glaube wir machen das Ding höher das sieht besser aus so dann brauchen wir noch hier wir schlafen mal kurz dann können wir nämlich das Licht draußen wegmachen und dann haben wir auch unser mit ein bisschen Glowstone wieder und haben unser erstes Gebäude fertig. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, das ist ganz okay. Ja, davon brauchen wir noch ein zweites. Ich mag das mit dem Terrakotta an sich schon sehr. Ich habe, wie gesagt, echt Probleme teilweise damit, für die verschiedenen Steine, die in Siedler verwendet werden, dann doch Entsprechungen zu finden, die sowohl von der Farbe her passen als auch von der Textur. Wie gesagt, ich finde das hat man schon ganz gut getroffen. Wie ihr seht, wir haben hier eine neue Nische. Und ich habe ja beim letzten Mal erwähnt, wir brauchen eigentlich langsam mal einen Breadmaker, weil wir Stroh für die Dächer brauchen. Doch, jetzt. Und wir haben fast einen ganzen Stack rausbekommen. Also das geht, wie ihr seht, ganz schön schnell. Das heißt, das können wir jetzt praktisch on-demand machen. Was ich aber vielleicht noch gerade berichten kann. Ich musste hier leider ein bisschen nacharbeiten. Man sieht schon, da ist Glas. Und ich bin echt gespannt, falls wir mal dazu kommen, eine Wikinger-Siedlung zu machen. Wie wir das dann lösen. Weil Bienen sind süß, aber auch scheiße dumm. Die sind alle weggeflogen. Alle. Und ich habe keine Ahnung, wohin. Und da musste ich extra noch irgendwie, das bestimmt eine halbe Stunde, glaube nicht sogar noch länger. Weil man kann ja auch Bienennester dadurch generieren, dass man einen Setzling setzt, eine Blume daneben und das dann halt entweder wachsen lässt oder halt mit Knochenmehl. Und dann ist so wie eine 5% Chance, dass da ein Bienennest mit ein bis drei Bienen dran kommt. Das hat ewig gedauert. Und Im ersten Nest war auch nur eine Biene drin. Und dann musste ich halt hier die ganzen Nester neu bevölkern. Ich weiß tatsächlich so gar nicht, wie viele Bienen hier drin sind, weil die Bienen auch irgendwie. Ihr müsstet eigentlich ins Bett. Es ist Heierzeit. Ich habe keine Ahnung, was mit der Bienen-KI los ist. Die hängen auch gerne mal hier oben irgendwie, zumindest die Babys. Mega weird. Aber wir haben dadurch jetzt zumindest mal eine Quelle an, an Honigwaben und auch an Honigblöcken, falls wir sie brauchen. Und um Honigblöcke kommen wir vielleicht nicht herum. Ich hatte zwar, glaube ich, noch eine alternative Idee, wie man es lösen könnte. Aber das Ding ist, die Mayas haben ja eine Ziegenfarm. Und in der Ziegenfarm sind Ziegen. Wer hätte es gedacht? Nur Ziegen. Erstmal müssen wir sowieso welche erstmal finden. Und auf der anderen Seite haben Ziegen die Fähigkeit, irgendwie fünf Blöcke hoch zu springen. Das heißt, alle üblichen Methoden, um Tiere an einem Ort zu halten, funktionieren bei Ziegen halt nicht. Die eine Möglichkeit wäre, dass man den Boden halt aus Honigblöcken macht, aber das sieht halt kacke aus. Man kann zwar Moosteppich drauf tun, das funktioniert trotzdem. Aber so wirklich ideal ist das alles noch nicht. Ich hatte zwar irgendwie noch eine alternative Idee, aber ich komme gar nicht drauf, was es war. Und äh, Wächterstatuen könnten wir auch schon mal bei dem großen Tempel bauen. Was den großen Tempel betrifft, ich bin mir nicht sicher, ob wir das blaue Terrakotta da so lassen. Weil ich habe nochmal in meiner Testwelt geguckt und das war tatsächlich da hellblaues Terrakotta. Und dann habe ich nochmal in-game geguckt. Und ich bin mir nicht sicher, ob das einfach nur ein sehr komischer Blauton sein soll oder ob das einfach nur ganz normaler Stein ist. Also da ist die Farbgebung, finde ich, nicht so ganz eindeutig. Auf der anderen Seite sieht es mit dem blauen Terrakotta halt auch okay aus. Also besteht jetzt nicht kein unmittelbarer Bedarf, es zu ändern, aber falls der Tempel irgendwann anders aussieht, das ist der Grund. Äh, nein, 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 nein. Nein. Hallo, kannst du bitte. Nein! Wo willst du hin? Du bist schon ein bisschen selbstmörderisch, oder? Da, 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 da. Nein! Du. Willst du sterben? Sie läuft einfach in die. Was? Hörst du bitte auf? Wo willst du hin? Hier ist die Hölle. Literally, hier ist die Hölle. Und deshalb kannst du Menschen einfach keinen freien Willen lassen. So, du willst jetzt dahin, weil du. Oh, ich glaube, ich weiß, warum der Villager gerade so dumm war. Die hat sich hier gerade schon direkt die, äh, den, ich habe den Stonecutter oder so rausgesucht. Oh ne. Also er hat versucht. Bett oder Arbeitsstation hat sich wahrscheinlich schon rausgesucht gehabt. Und ich denke mal Bett, weil sonst hätte ich mit dem traden können. Und zu dem wollte er hin. Aber da er dann im Nether war, stimmten die Koordinaten halt vorne und hinten nicht. Und zwar, ich habe extra das rote Holz dafür gesorgt, weil das eigentlich mit am besten passte. Ich hätte es da gerne rotes Terrakotta oder roten Sandstein dafür genommen, aber die hatten alle so ihre Probleme. Die Frage ist, wie viel Abstand wollen wir planen Sollen wir mal zwei machen? Das ist das eins, zwei, drei, vier? Okay, unter Umständen müssen wir nochmal zum Crossroads Tempel und noch ein paar Dinger holen. Das hier war so schwer. Zum Beispiel von Terracotta gibt es ja zum Beispiel keine Schilder und keine Knöpfe. Das heißt, damit irgendwie zu versuchen, das Gesicht hinzukriegen, war nicht möglich. und das Terrakotta können wir halt mit den Trapdoors noch ein bisschen nicht das Terrakotta das Never mit den, äh, den Trapdoors noch ein bisschen kaschieren. Aber es hat doch was, oder? Ich meine, das ist jetzt natürlich kein 1 zu 1 Nachbau, aber der Körper gefällt mir noch nicht so ganz. aber ich glaube, man kann erkennen, was es darstellen soll. Und hebt sich finde ich auch schön vom Tempel ab. Nur hier das mit dem Terrakotta, das war das, was ich meinte, das ich weiß auch nicht, ob wir das so lassen. Wir wollen auf jeden Fall hellblaues Terrakotta für die Türme. Und das möchte ich halt eigentlich am liebsten aus Entweder aus dem Dings beziehen, aus dem, ähm, dem Mesa-Biom oder halt von Villagern. Weil Leben ist eigentlich zu knapp. Frage ist, ich habe halt wirklich null Überblick darüber, wie jetzt hier die weitere Map verläuft. Drüben wollte ich in Richtung Hafen gehen. Ich habe die Grundrisse soweit für die anderen Nahrungsgebäude, bis auf die Jagdhütte. Fertig. Die Jagdhütte würde ich vielleicht auch eher noch irgendwo anders unterbringen. Irgendwo, wo auch ein bisschen mehr Wald ist. Ähm, wir brauchen auf jeden Fall die und nein, wir brauchen die hier und wir brauchen die hier. Den kleinen Tempel müssen wir auch auf jeden Fall irgendwo unterbringen. Der sollte vielleicht halbwegs mittig sein. Das ist vielleicht ganz gut, wenn der Weg noch ein bisschen überwuchert bleibt, weil dann die Wege auch halt eben diesen Zweck erfüllen, noch dass sie die Ausbreitung vom Bambus halt so ein bisschen begrenzen. Weil das Gelände sonst einfach unpassierbar wäre. Ich hoffe, das sieht halbwegs gut aus. Wie gesagt, mit dem Material, das kann man immer austauschen. Die Form ist erstmal wichtig. Das hier ist die Rückseite. Also müssen wir es. Ich muss schon sagen, hier hinten noch einen Einzug haben ist Ja, es ist so also so ganz intuitiv ist die Steuerung von den von den Dingern hier auch nicht. Ja, jetzt fehlen natürlich genau drei. Das Ding an Zäunen und also an Wänden ist, dass sie kein Licht blockieren. Ach, hier ist ja auch noch offen. Ich hole einfach direkt mehr. Naja, also ich finde, wenn man nicht weiß, was es ist, muss man schon sehr überlegen. Aber ich muss sagen, ich bin froh wenigstens diese Maserung oben reingekriegt zu haben. Weil sonst einfach jegliches Detail fehlte. Äh, machen wir noch gerade den Innenteil. seit halt eh die frage, ob man nicht vielleicht sogar zwei Kleriker hier reinpackt, weil das Gebäude einfach so riesig ist. Aber die Decke ist, finde ich, auch einfach so... Oder ist die zu hoch? Keine Ahnung. Das muss man alles sich noch überlegen. Ich bin mal gespannt, ob wir dann vielleicht mit den Agaren fahren und den Tequila-Distillen weitermachen. Vielleicht bauen wir die ersten Türme. Ich muss echt mal gucken, was am meisten Sinn ergibt. Aber das ist vielleicht eigentlich schon mal ganz gut. Eins schon als Orientierung, woran wir praktisch den Rest so ein bisschen ausrichten können auf dieser Insel. Und damit sind wir wieder zurück in Minecraft Hardcore. Nach einer Woche Pause. Und wir werden heute mal nicht bei der Maya-Stadt weitermachen, denn es gibt. Ein paar Dinge, die einfach zu lange schon vor uns her schieben. Das eine ist eine Goldfarm. Framed ist gerade ein bisschen am Arsch. Das eine ist eine Goldfarm, weil wir für die Maya-Gebäude auch Gold gebraucht haben, beziehungsweise auch noch Gold benötigen werden. Und ich habe mir da schon was überlegt, deswegen habe ich auch schon äh, ein paar äh, Schulkerboxen voll mit Magma-Blöcken gefarmt. Das wird auf jeden Fall noch nicht reichen. Das sind drei Schulkerboxen, das reicht nicht für das, was ich vorhabe. Zum anderen, und das werden wir wahrscheinlich zuerst tun, und ich weiß auch nicht, ob wir beides heute schaffen werden. Ich möchte noch eine Etage nach unten ziehen, beziehungsweise sogar eine Doppeletage. Dann möchte ich endlich einen Superschmelzer haben mit Sortiersystem. Ich habe mir schon überlegt, wie das funktionieren soll. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich es mir vorstelle. Aber dass wir halt endlich mal nicht mal so einen Krampf haben, wenn wir mal größere Mengen von irgendwas schmelzen müssen. Heißt, wir müssten hier rein und dann runter und ich hoffe, dass sich das mit nichts beißt. Vielleicht kann ich das Ding sogar an, den, äh, an das SOTI-System anbinden. Mal gucken. Cool wäre es, aber dafür könnte es äh, falsch positioniert sein. Ich hoffe, warum, dass das Wasser hier kein, keinen Strich durch Rechnung macht und mein ganzes Redstone kaputt macht. Hier ist der, der Breadmaker. Wenn der da bleibt, ist es, glaube ich, besser, wenn es da anfängt. Also ich praktisch hier die input chest habe für die, den Superschmelzer, der hier so lang läuft. Und dann ab hier fängt es an mit äh, dem Sortiersystem. Und dann kann man da halt irgendwo einfällen, dass da der, äh, der Breadmaker reingeht. Wobei ich den halt schon programmieren muss, dass der schon nur die Weizendinger auf aufsammelt, weil ich möchte keine, keine Samen da drin haben. Da läuft nur das System voll. Und so Hopper haben ja auch eine begrenzte Kapazität. Ach ja, ich, man hört es vielleicht. Ich habe ein hab Resource Pack installiert, das äh, Dispenser, Dropper und halt auch ein paar andere Redstone-Komponenten halt äh, lautlos macht. Eigentlich sollten es nur Dispenser und Dropper sein, aber anscheinend auch Hebel und so. Aber es das heißt ja, halt, dass ich die ganzen Entsorgungsmechanismen jetzt einfach aktiv lassen kann, ohne dass ich jedes Mal meine Ohren schützen muss. Von daher kann ich damit leben. So, jetzt müsste es aber gehen. Ja. Das sieht richtig aus. Dann können wir nämlich das Gerät oder der Gerät schon mal einwählen. So, sind wir bereit? Oh. Na gut, es verteilt sich nicht, glaube ich, nicht 100% gleichmäßig, weil die Geschwindigkeit äh, unterschiedlich ist an manchen Stellen. Solange also alle Öfen bei längeren Aufträgen durchlaufen, macht das eigentlich keinen Unterschied. Sollen wir jetzt gucken? Smoothstone war das erste, was wir hatten. Da füllt sich die Kiste. Warte, wir gucken nochmal kurz, ob das jetzt auch alles funktioniert hat mit äh, dem Superschmelzer. ist durchgelaufen. Nice. Erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sind wir auf 138. Ich möchte ein bisschen Platz für das Sortiersystem haben. Aber wir machen auf 140, Dann haben wir eine runde Zahl. Also ich stehe Genau, ich stehe auf der Höhe und dann ist 140 nämlich die Geschichte hier. So, wir brauchen hier aber auf jeden Fall auch eine Beacon allein schon für Protection, weil. Ähm, um, Fun Fact. Wir können 100 Blöcke fallen, wenn wir voll ausgestattet sind. Wir können 170 Blöcke fallen, wenn wir die Beacon da haben. Beziehungsweise ich glaube sogar 171 und noch dann Jump Booster haben. Und da wir den AFK-Spot auch ganz oben hinpacken müssen. So, das heißt: 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Damit sind wir schon auf 198. Ah, jetzt sehen wir sogar die Beacon. Praktisch. Ich bin mal gespannt, wie viele, wie viele Ebenen wir hinkriegen. Also ich habe zwölf eingeplant. Aber wir werden auf keinen Fall heute alle hinkriegen, weil wir gar nicht genug Magmablöcke haben. Ich weiß gerade gar nicht, wie weit wir mit drei Schulkerboxen so kommen. Aber die letzten Ebenen kann ich ja dann auch wieder offscreen einfügen. Genauso wie das Farm. Also wir demonstrieren die Farm auch gleich mal, aber das reicht auch. Und vor allem, wenn wir dann die Goldfarm. Oh. Hi. Also, es funktioniert schon mal. Wenn die Goldfarm dann steht, hat das noch den zusätzlichen Vorteil. Wir können damit auch eine Picklin Bartering Farm betreiben. weil für manche der Sachen eh schon Farmen haben. Also, zum Beispiel jetzt. Äh, zum Beispiel Gravel können wir ja schon unbegrenzt duplizieren. Ich glaube, wir haben jetzt 24 Trapdoors verpasst braucht. Zwölf ja, hier und Zwölf da. Das heißt, mit den Trapdoors schaffen wir noch zweieinhalb Etagen mehr. Ähm, müsstet ihr nicht auf das Ei reagieren? Hallo? Warum reagiert ihr auf das Ei nicht? müssen zwei ah warte ja ja hier es müssen es müssen zwei luftblöcke über der über den dem ei sein und dann versuchen sie langsam dahin zu laufen alles klar okay ist ja gut zu wissen dass es so einfach war. Wenn du auf einem Block mit ganz vielen gesteckten Minecarts stehst, kommt ein cooles Easter Egg. Kannst du bitte aufhören, mich umbringen zu wollen? Danke. Denkst du, ich hätte noch nie Entity Cramming in Aktion gesehen? Ich habe sogar schon eine Farm gebaut, die das nutzt. Wie funktioniert die Farm überhaupt? Sind seit Jahren mit neuen Versionen überfordert. Ähm, die Farm ist eigentlich ganz einfach. Ich glaube, ich weiß nicht genau, was die Magmablöcke genau tun, wie das funktioniert. Ich glaube, weil genau, ich glaube, weil da nichts anderes spawnen kann als Piglins und Magma. Ich glaube seit 1.16 können Monster nur an Orten spawnen, wo sie keinen Schaden nehmen würden. Und das heißt, die Magmablöcke klammern schon mal alles aus, was durch sie Schaden nehmen würde. Dann bleiben, glaube ich, noch Slimeblöcke, also nicht Slimeblöcke, diese Magma-Slimes, äh, Zombie-Piglins und Ghasts. Gas werden oben durch die Glasdecke verhindert. Für Magma Slimes auch, weil sie zu, zu groß sind. Da bleiben nur noch die Zombie Piglins. Die spawnen, wenn ich da oben auf der Plattform stehe, weil ich halt diese. in diesem Radius, wo ich bin, nur noch diese Flächen sind. Und äh, untote Mobs, darunter halt auch die Zombie Piglins, wollen Eier zertreten von den. Ähm, die Schildkröten Eier. Das heißt, die sehen die wollen dahin, laufen über, wollen über die äh, über die Trapdoors laufen, weil sie denken, dass das komplette Blöcke sind. Und fallen dann halt runter und sterben durch den Fallschaden. Und da unten sind halt einfach noch ein paar Sortiersysteme. So und jetzt <laughs> Guckt euch das an. Das ist, das, also auf ein dach Farmen zu bauen, ist halt einfach mega OP. Okay. Ich meine, man muss dazu sagen, je mehr, je mehr Ebenen ich mache, desto weniger bringen die neueren Ebenen. Also die zwölfte wird nicht mehr so viel bringen wie die erste und zweite. Aber zwölf ist so ziemlich das Maximum und wenn ich sage, wenn ich schon so ein Ding baue, möchte ich halt auch das Maximum haben, vor allem weil das Ding halt relativ easy ist. Also den Rest baue ich auch noch, aber ich glaube, das reicht auch für heute. Ich glaube, ich werde mir das hier ein bisschen ansehen. Danach wundert euch nicht, wenn ich einfach jetzt ein 64er-Stack goldene Äpfel mal bei mir habe und generell einfach keinerlei Mangel an Gold mehr. Und damit willkommen zurück zu Minecraft Hardcore. Ich habe eine ganz komische Eigenheit entwickelt. Denn wenn ihr die mal in den Hotbar guckt, dann werdet ihr sehen, ich habe zwei Schwerter da. Und ihr fragt euch jetzt, warum habe ich zwei Schwerter da? Ich habe so eine Eigenheit im Moment... Sachen zu verlegen. Vor einer Weile war es mein Schild. Den habe ich irgendwann mal in die Kiste von der Maya-Stadt gelegt. Zum Glück auch gefunden. aber ich habe mich erst dumm und dämlich gesucht. Und dann habe ich das Problem nach dem letzten Stream mit meinem Schwert gehabt. Genau, weil das hier ist das alte. Und das habe ich dann gemacht, weil ich nicht. Das eine hat Knockback und das andere nicht. Was habe ich denn hier drauf? Doch, das, das hat Knockback 2. Es ist nur die Reihenfolge anders. Das hier habe ich gar gemacht, weil ich gedacht habe, ich finde es nicht wieder. Und irgendwann habe ich es. Ich glaube, in der Kiste war es drin. Ich habe mich dumm und dämlich gesucht. Ich habe sogar schon geguckt, ob es externe Programme gibt, in denen man einfach alle Kisten in seiner Welt durchgucken kann. Ob da irgendwo ein Neverride-Schwert ist. Ich habe dann überlegt, ob's ob ich es irgendwann mal hingeschmissen und nicht aufgesammelt habe. Oder ob ich es irgendwann mal vielleicht in den Hopper geschmissen habe. Ich habe ja jetzt mit ein paar. Auch Itemvernichtungssystem gearbeitet. Jetzt gerade bei der Goldfarm zum Beispiel. Zum Glück ist es wieder aufgetaucht. Das wäre sonst ein bisschen ärgerlich gewesen. Ich meine, ich wollte auf jeden Fall ein Sharpness 5 Schwert machen. Aber das wäre ein bisschen ein blöder Anlass gewesen, um das zu machen. So, und was ich auch gemacht habe, man hat es vielleicht gerade gesehen. Ich habe hier ein bisschen weiter gemacht. Die Belichtung gefällt mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz. Ich hatte überlegt, ob ich unter den Kisten Laternen mache. Aber das gefiel mir auch nicht so ganz. Aber ich, hier geht es praktisch ein bisschen weiter rein. Und jetzt habe ich hier Kisten für alle Arten von Concrete. Also sowohl die feste Variante als auch die Pulvervariante. Und hier oben kann ich dann Concrete problemlos umwandeln. Das wird von den Hoppern direkt aufgesaugt und hier mit einsortiert. Und sowas ähnliches, ich weiß nicht, ob wir es heute noch machen, habe ich dann auch vor praktisch in der Richtung mit einer Schaffarm zu machen, also praktisch man geht hier rein, hat dann alle 16 Schaf, also alle 16 Wollsorten und vielleicht noch irgendwie die ganzen Glassorten und auch direkt ans Sortiersystem angeschlossen. Das heißt, man hätte dann auch ein passives Wolleinkommen in allen Farben, Was halt praktisch ist, wenn man mal ein paar Banner machen muss. So, aber es geht heute endlich weiter mit der Maya-Stadt. Ich habe extra, ich muss gleich nach den Screenshots gucken. Ich glaube, die Agaven-Farm und die tequila kriegen wir heute auf jeden Fall hin. Und vielleicht auch ein paar Türme. Oder zumindest die kleinen. Ich habe erst zwei gesetzt, aber das wäre vorerst der Plan. Dschungelholz. Ich habe leider hier die Kiste äh, schon weitgehend aufgebraucht, was... nicht die, die hier. Weitgehend aufgebraucht, was äh, Dschungelholz angeht. Weil ich einfach so viele Kisten gebraucht habe. Ich habe jetzt auch schon angefangen, bei Crossroads Temple mit Dschungelsetzlingen halt das Holz zu farmen. Ja, dafür sind die Bäume halt echt geil. Damit steht die erste Agavenfarm. Ich meine, wir haben natürlich nicht so viele Details wie diese eine Plane zum Beispiel auf dem Dach. Das können wir leider nicht machen. Aber hier kann jemand drin wohnen. So, und das wiederholen wir jetzt noch ein paar Mal. Okay, er ist ein bisschen eng mit dem Blocklicht, aber kommt soweit gut hin. Das sieht so weird aus, weil das jetzt gespiegelt ist. Ein bisschen cursed, aber ich glaube, auf lange Sicht ist das besser so. So, dann machen wir nämlich das gerade noch. Boom. So, zwei tequila Destillen. Sehen ein bisschen sehr clean aus, finde ich. Muss mal gucken, ob man vielleicht nicht das Material von anderen Gebäuden nochmal später austauscht. Aber wie gesagt, entweder es ist es die Textur, die nicht passt. Oder es ist die Farbe, die nicht passt. Also da müssen wir uns irgendwie halt auch entscheiden. Na, ja, dann haben wir auch unsere Türme. Zumindest unsere ersten zwei. Mal gucken, wie viele wir davon noch bauen werden. Aber ich glaube, es werden mehrheitlich. Große Türme sein als kleine. Wenn die großen bin ich auch noch nicht so hundertprozentig mit zufrieden, aber ich glaube, das passt schon ganz gut. Aber ich denke, hier machen wir auch Schluss. Ich werde ein bisschen auch hier noch mit den Bäumen und so aufräumen mit dem ganzen Baumwuchs, weil das ist jetzt langsam echt störend. Aber ich muss noch so viel machen zwischen den Folgen. Ich muss ja auch noch gucken mit den anderen Gebäudeprototypen und hast du nicht gesehen? Wie gesagt, nächstes Mal. Machen wir dann, also ich werde das äh, Sortiersystem offscreen weitermachen. Und dann fügen wir da nächstes Mal auch noch die Schaffarm hinzu, dass wir auch alle Wollsorten mal passiv generieren können. Wie gesagt, gerade für Banner und so brauchen wir das immer wieder mal. Aber das machen wir nicht mehr heute. Wir sind jetzt schon vier Stunden dran. In dem Sinne, bis dahin.